Ja, hallo und willkommen, der Knorker von den Derpioten, mit einem neuen Let's Play. Heute ist es, ja, der Remake, das Revival Remake von dem alten, eigentlich den ersten Schleichshooter überhaupt, Schleichshooter in Anführungszeichen, Thief. Und ich dachte mir, ja, das erste Spiel habe ich ja geliebt. Warum nicht an den zweiten Teil mal heranwagen, obwohl die Bewertungen ja wirklich sehr durchwachsen sind. Aber okay, wir haben ja hier, was dem, sag ich mal, dem Klassikspieler ja zusprechen sollte, die Möglichkeiten, den Schwierigkeitsgrad entsprechend anzupassen. Mal ein neues Spiel. Jawohl. So. Eigen Meister. Und zwar könnt ihr hier gewisse Features, also Modifikationen, Optionen ausschalten und die Spiel dann dadurch schwerer bzw. leichter machen. Einmal hier nur Kapitel speichern, was ich erst nicht wählen werde, einfach nur aus, sag ich mal, logistischen Gründen der Aufnahme wegen. Wenn ich dann das Kapitel durchspielen muss und überhaupt nicht speichern kann, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt genug aufgenommen oder ich muss mal kurz aufhören. Ja, gehen wir halt um 80 Punkte durch die Lappen. Fokus ist eine Funktion, die mir Geheimnisse, gewisse Schalter etc. preisgibt. Werde ich mal einschalten, also kein Fokus. Nur so, das gerade. Okay. Nur Stealth Knockouts, das heißt, nur wie im alten Spiel, von hinten eins aufs Köpfchen und Schlaf und ab ins Land der Träume. Oder auch, wie die Musik ist viel zu laut, muss ich gleich mal ändern. Oder nur. Nur wie im Originalspiel, wenn man das hier einschaltet, also nur von hinten anschleichen und. Oder wie bei Splinter Cell zum Beispiel, dass man auch sich von oben herunterfallen lassen kann. Oder halt hier in dem Fall auch im Kampf jemanden auszunocken. Was natürlich theoretisch möglich ist, aber im Originalspiel war es nicht möglich. Machen wir einfach mal an. Zielhilfe. Wir hatten im alten Spiel eine Art Zielhilfe. Und zwar, dass du einfach, wenn du dann in den Zoom-Mode gegangen bist, hattest du dann dieses am Bogen selber eine Art Visier angebaut oder eingebracht. Ja, ich weiß nicht. Also ich mach mal wirklich so richtig auf. Ja, egal. Ich meine, wenn ich sage, okay, kotzt mich übel an, das ist nicht spielbar mit ohne diesen Optionen. Machen wir halt nochmal neu oder ich mache mal neu. Legendäre Modifikation, nur Spezialpfeile. Ja gut, von mir aus. Keine Nahrung oder Mohnen. Ja. Achso. Ah, keine Heiltränke. Keine Heil. Kein Schaden. Ja, wirst du verletzt, ist die Mission gescheitert. Ja. War das im Originalspiel so? Kann ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, muss ich zugeben. Teure Ressourcen. Na Gott. Okay, kein Schaden. Ja, alles klar. Wenn ich einen Schaden nehme, bin ich tot. Ich meine, die Mission vorbei. Verlangsamte Bewegung. Nö. Ich habe es hier mal kurz angespielt und ich muss sagen. Ach ja, nee, lass ich mal weg. Teure Ressourcen, ja, von mir aus. Kann man mal einschalten. Iron Man, nein. Nein. Upgrades. Keine Kills und Knockouts. Also wirklich überhaupt niemanden töten. Keine Alarme. Gut, es war im ersten Spiel ja dann missionsabhängig. Also es gab Missionen. Sobald ich dort einen Alarm ausgelöst hatte, ja, gab es dann, war die Mission gescheitert und
keine Ahnung. Also ich bin so ich gehe mit etwas, ja, etwas voreingenommen in dieses Spiel. Ich hab ein paar Tests gelesen und allein so dieses, die Option, ich weiß nicht, ob es eine Möglichkeit ist oder ob man es machen muss, alles einzusammeln, zu klauen, was nicht nied- und nagelfest ist. Ob es ein Muss ist oder ob es auch reicht, man kann, um halt extra Punkte zu sammeln. Die Punkte hier, ich meine, mir geht es nicht um die Punkte, mir geht es eigentlich wirklich um die Atmosphäre und um die Hauptstory zu erleben und durchzuspielen. Und naja, Gott. Nee, ich will schon jemanden ausnocken. Also killen, ich meine, das geht ganz klar ohne, aber egal. Upgrades. Ja, ich will die Upgrades auch mal. Nee, die will ich haben. Die Upgrades will ich ja mal mitspielen. Iron Man kommt auf keinen Fall in den Fall. Verlangsame Bewegung. Ja, ach Gott, von mir aus machen wir mal zu. Was soll's? Und wie gesagt, jetzt machen wir mal einen Probelauf, wie das sich so spielt überhaupt. Hm? Okay, das lassen wir weg. Alles klar. Gut, dann bestätigen. Nicht mehr ändern. Ja, dann muss ich halt mal anfangen dann. Ah gut, ich mache jetzt erstmal einen groben Probelauf. Hm? Ja, wer im Schatten bleibt, kann unerwünschte Aufmerksamkeit. Oh, ich bin schon müde, wenn ich lese. Auf unerwünschte Aufmerksamkeit leichter vermeiden. Hinweis: Vögel in Käfigen, Vögeln und Hunde reagieren auf Geräusche und Bewegungen. Also sei vorsichtig, wenn du an ihnen vorbei musst. Vergiss nicht, zwischen den Kapiteln ein Inventar zu. Keine Ahnung. So, jetzt. Psst, psst, psst. Eine Sache hat mich diese Stadt gelehrt. Alles hat seinen Preis. Geheimnisse, ein Ruf, ein Leben. Und Vertrauen? Wenn du um etwas bitten musst, kannst du es dir nicht leisten. Andererseits spielt das für jemanden wie mich wohl keine Rolle. Sagen wir mal so, wann habe ich je für etwas bezahlt? Ja, und wie ihr seht, habe ich es auch extra für euch auf Deutsch gemacht. Was ich eigentlich nicht, normalerweise nicht mache. Ja, in dem Fall auch wieder ist es relativ egal. Und zwar soll offenbar auch die Originalversion von den Sprachspielern, also von den Sprechern, relativ durchwachsen sein. Dialog ist sehr flach. Die Story an sich soll auch relativ flach sein. Gut, der Trailer hat was anderes versprochen. Werden wir mal schauen. So. Ja, wir sind jetzt hier irgendwo in einem Apartment. Okay, vielleicht nicht zurück. Sieht aus wie, naja, der Turm sieht aus ein bisschen wie Big Ben. Story ist ja auch ziemlich, ja, dysanthropisch, sage ich mal, leicht zumindest. Also eine Seuche, die sucht die Stadt heim, ein böser und egoistischer Baron herrscht über die Stadt, ohne Rücksicht auf Verluste. Hier. Und ja, irgendwelchen Scharlatan und naja, die irgendwie das, die Erlösung versprechen, den wird geglaubt, den wird verfolgt. Hier kann man jetzt hier alles Mögliche einsammeln. Ich möchte mal einfach alles ignorieren, was nicht wirklich fürs Spiel relevant ist, wie im Originalspiel auch. Da gab es sowas wie klau alles, was du finden kannst. Gab es ja nicht. Hm? Oh, mein Schatten. Eine Schlüssel, nehmen wir mal mit. Ach so. Naja, gibt bloß Gold. Nee, will ich alles nicht. Ich will eigentlich nur wirklich. Was ist das hier? Ein Füllhalter brauchen wir auch nicht. Ist denn da irgendwas drin ist? Schnaps. Na toll. Naja. Lass mal offen, mal wieder zu. Gut. Da kann ich ja auch die Kerzen ausmachen, aber im Moment ist mir das relativ egal. Naja, okay. Also hier findet man nichts mehr. Ich kann auch rennen, wenn ich. Ja, noch nicht. Also im Prolog jetzt erst noch nicht, aber ich kann auch rennen, wenn ich dann
Control gedrückt halte oder auch mit C crouch, mich runter crouchen, knien, in die Hocke gehen. Ja, auch die Dialoge offenbar, die NPC-Dialoge auf der Straße blockieren offenbar auch, dass du irgendwie weitermachen kannst. Keine Ahnung. So. Ja, wahrscheinlich muss ich hier rein. Ne? E gedrückt halten. Okay, dann machen wir mal auf. Jetzt halt nach der guten alten Manier, wie es früher war. Also ich meine, wie es das halt im neuesten üblich ist. Wahrscheinlich alte Konsolen, Nerv, ja, smash den A, B, C, D, E, F, G, H, J, was ich für ein Button. Und was, auch, was wir auch von links kennen. Dann Telltale Adventures. Naja, was soll's. Okay, also jetzt mal hier gucken durchs Vorhängchen. Langsam rein. Plötzliche Bewegung. Mal sehen. Mann, ich glaube ja normal. Da mag wohl jemand fliegen. Ich halte mich lieber an das Gemälde. Nichts passiert. Wenn ich renne, kann ich rennen. Machen Geräusche. Ah, sehen Sie? Oh, ja, ja. Aber das war jetzt Absicht. Natürlich aus Absicht. So. Gut. Ja, ja. Ich wollte nur mal das mal testen. Den Clown, den Käfig? Das ist ein goldener Käfig. Also auf jeden Fall halt nicht dran. Man kann halt vorbeischleichen, aber nicht dran rempeln. Da so. Mag wohl jemand vögeln. Ich halte mich lieber an das Gemälde. Das sollte ich mir ansehen. So, Gemälde. Mal sehen, ob hier irgendwo der Schalter ist. Nein. Ah, da. Oh, der ist jedes Mal woanders. Beim letzten Mal Probespiel war tatsächlich der Knopf rechts an der Seite. Okay. Bewege die Maus, um den Ansatzpunkt der einzelnen Stifte zu finden. Drücke E, um die Stifte in Position zu bringen. Also. Man kann es ja auch ohne diese Anzeige da unten machen. Aber ehrlich gesagt, ich höre nicht. Ich höre nicht. Hört ihr was? Ich sehe es halt unten, aber. So. Also wie gesagt, keine Ahnung. Man kann diese Anzeige unten ausschalten und dann wahrscheinlich nach Gehör den Stift setzen. So, wieder eine Katze. Also halt mit die Schnauze. Tja, Volksmund heißen die Dächer Straße der Diebe. Hoffentlich ist das nicht der, von dem ich denke, dass er es ist. Journal, okay. Ah, ja. Ist ja wie bei Splinter Cell, Blacklist und bei wahrscheinlich anderen Spielen dieser Art, die ist ja alles so konsolig und das geht mir so auf den Sack und naja, egal, aber ich habe ja bei Splinter Cell drüber geheult, will ich jetzt euch jetzt vermeiden. Und diese Sammlerwut, ja, sammeln und dann irgendwelche Punkte zu sammeln. Hallo, bei dem Spiel geht es nicht um verdammte Punkte, da geht es einfach durch. Geht es nur darum, sich durchzuschleichen und nicht entdeckt zu werden. Ah, naja. Ja, und die Karte soll ziemlich scheiße sein. Also ziemlich unübersichtlich und unpraktisch sein. Aber das lassen wir auf uns zukommen. Dokumente. Was haben wir hier gesammelt? Ja, wen interessiert das? Das funkelnde Federkleid. Gut, okay, also, ja, diese Unikate sind offenbar schon, glaube ich, Teil der Story oder der Aufträge, die man annehmen kann. Das war ja bei dem ersten Teil auch so. Na gut, okay. Wir sagen, kleine Pause hier und wir sehen uns dann zum,
ja, wahrscheinlich Rest des Prologs wieder. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen, euer Knorker. Macht's gut, bis dann. Bye bye, 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 bye bye.